Und jetzt schauen wir uns mal richtige Fallbeispiele an, ja, wo es darum geht, ja, wie kann ich denn trotz Höchstständen noch mehr aus meinem Gold herausholen? Und jetzt geht's an euch. Habt ihr Zahlen, Daten, Fakten dabei, Fallstudien von Kunden, was in diesem Jahr 2024 möglich war? Also ich hatte zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte mit einer Kundin, die hatte das gar nicht so auf dem Schirm, was bei ihrem Depot passiert ist. Die hatte den Switch-Pilot eingerichtet, aber hat das Ganze gar nicht so verfolgt und was da passiert ist, hat auch dann die E-Mail bekommen, dass ihr Switch-Pilot ausgeführt wurde. Und als ihr das Ganze dann mal aufgezeigt habe, was da passiert ist, ist sie natürlich aus allen Wolken gefallen. Und zwar, ich habe ihr vom 4.8. einen Depotauszug gezeigt. Das heißt, bevor sie den Switch ausgelöst hatte, da hatte die gute Dame 4,126 Kilo Gold in ihrem Depot, eine sehr stattliche Summe, hat am 5.8. den Switch ausgelöst von Gold zu Silber, bei 88 war das Ratio, und knapp zwei Monate später, bisschen über zwei Monate später, am 22.10. ist das Ratio wieder gefallen auf 79, der Switch hat ausgelöst und die gute Dame hatte danach 4,35 Kilo in ihrem Depot. So, dann ist sie erstmal da gestanden. Heißt das jetzt, dass ich wirklich über 200 Gramm Gold einfach jetzt mehr in meinem Depot habe? Das hat sie wirklich am Anfang gar nicht so überrissen. Und das war dann so ein tolles Gefühl für sie und für mich auch, ihr das so zu zeigen, weil die konnte das erst gar nicht glauben. Und das ist halt was, wie gesagt, das sind wunderbare Gespräche, wenn ein Kunde sowas sieht. Und da gibt es jede Menge solcher Beispiele. Der Robert hatte auch noch einen so einen ganz schönen Fall. Ja. Vielleicht nur ganz kurz, das nur, indem die Kundin Gold gehabt hat, die Farbe geswitcht hat, in Silber quasi, und wieder zurückgegangen ist. Genau. Ja. Und das innerhalb in einem Zeitraum von zwei Monaten. Hast du da auch Fallbeispiele? Habe ich gerade witzig, weil wir jetzt mal schon mal gesprochen haben in der Vergangenheit, Januar, Mai, aber es geht um nah, wie es war, weil wir sprechen einmal, zweimal im Jahr vielleicht mal. Und mittlerweile war das dieses Jahr schon viermal. Es ist wieder ein Zyklus gerade im Anlauf, also können wir sogar dieses Jahr mit 5 Zyklen abschließen. Aus dem gleichen Zeitraum, auch ein Kunde, Unternehmer, der hat mehrere Depots und sagte, ja, ich teste das in dem einen erstmal. Und da ist auch über Kilo drin gewesen, Kilo 32, wenn ich mich nicht erinnere, richtig, ja, Kilo 32, war auch 6.8. ist vom Gold verkauft worden, für den Erlös Silber gekauft worden. Protokoll geht automatisiert per E-Mail, wo das alles protokolliert ist, welche Ratio, wie, was gekauft, wann gekauft, welche Grammzahl, Ankaufskurse, alles. Also das hatte bekommen, sagte, aha, habe ich, wunderbar. Und dann kam auch 22. Oktober, also jetzt vor ein paar Wochen, geht es wieder zurück, Silber verkauft, ins Gold. Protokoll bekommen, dann habe ich gewartet, ob er sich meldet, weil das bekommt der Kunde. Ja? Dann sieht er direkten Vergleich, die zwei DIN A4 Seiten, von Gold in Silber, Silber ins Gold. Und jetzt kannst du die Gold-Gramm-Werte vergleichen. Kam nichts, einen Tag, zweiter Tag, so jetzt schaue ich mal, vielleicht ist er beschäftigt, selbstständig, habe ich angerufen. Sag, ja, haben Sie schon gesehen, das und das? Sag, ja, ich habe da was gesehen, ich wollte Sie eh anrufen. Sag, ja, das tue ich jetzt mal damit. Und jetzt vergleichen Sie die und die Zahl. Stille am Telefon. Ich dachte, was ist jetzt passiert? Sagte, ist es wirklich genau die gleiche Reaktion? Also ich bin mit dieser Grammzahl 1032 Gramm rein und jetzt habe ich 1108. Das sind 76 Gramm in etwas über zwei Monate mit einem Kilo. Sag, ja, ich habe es Ihnen damals Beispiel genannt. Es ist auch ein Rechner in dem Depot, wo du dann virtuell schauen kannst, wenn du diese Grammzahl bei diesen zwei Werten reintust, was da rauskommt, dann kannst du erstmal ein Gefühl dafür bekommen, ohne dein Depot anzugreifen oder zu bewegen. Und dann sieht er das, sagt er, aha, okay, wann können wir uns treffen? Dann muss ich jetzt zukaufen. Ich sage, ja, müssen Sie gar nicht, das wäre sinnvoll. Und wir können sehr gerne treffen, genau vorbeischauen, aber Sie können auch so überweisen. Und dann ist es, ach, okay, dann, ich habe jetzt die Woche keine Zeit, aber ich kaufe jetzt mal nach, weil jetzt habe ich es verstanden. Hätte ich da 2 Kilo, wäre es 150 Gramm. 3 Kilo, sage, dementsprechend ist es ja. Es variiert dann entsprechend nur mit Nachkommastellen, aber das ist das Prinzip. Ja? Und das hat er verstanden und das ist jetzt mal auch, was ist die Botschaft an die Kunden, dass die mit diesen Fallbeispielen auch verstehen, was hier möglich ist. Und durch das, dass wir jetzt das runtersetzen auf 2000, dann ist es dementsprechend weniger, dann sind das 5 Gramm oder 10 Gramm. Aber es ist immer vom keinen weiteren Zukauf mehr Gramm geworden.
ohne zu tun, automatisiert. Und ich denke mir, das ist das Allerwichtigste, dass man durch diese Beispiele auch belegen kann, was sich hier bewegt und durch diese Neuheit jetzt für alle gleich.